Wabarakatuh, liebe geschätzte Interessierte, das Ziel dieser dreiteiligen Vortragsreihe im Monat Ramadan soll sein, dass wir über Ayat reflektieren, sie in bewährter Tafsirform vorstellen. Es sind Ayat, die ein großes Gewicht haben zur Entwicklung der Spiritualität des Menschen, zu seiner besonderen Beziehung zu Allah Ta'ala und den geistigen Hintergründen in der Schöpfung. Das heißt, wie verhält sich der Mensch in der Schöpfung, dass er die Zufriedenheit Allahs erlangt? Wie verhält sich der Mensch konkret zum Schöpfer in Ibadah-Form, um seine Zufriedenheit zu erlangen? Was ist das Besondere im Aspekt Segen? Wir sagen Al-Shahr al-Mubarak, der gesegnete Monat. Was ist denn der Segen? Wie äußert sich Segen? Wie äußert sich das Konzept Baraka? Das sind solche Dinge, die man heutzutage selten behandelt. Und das soll dann im Fokus stehen. Das heißt, immer illustriert mit Ayat, die dann in der klassischen Form mit einer genaueren Betrachtung und Beleuchtung im Tafsir Aufschluss geben darüber, wie ist das Konzept konkret, was der Koran hier vorstellt. Wie kann ich das konkret in mein Leben implementieren? Das ist eigentlich die Zielsetzung dieses dreiteiligen Seminars. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.